Sterben verboten. So lautete vor einigen Wochen die auffällige Schlagzeile auf der ersten Seite einer großen Sonntagszeitung. Thematisiert wurde die Frage nach der Zwangsernährung Kranker, insbesondere Sterbender. Frau Sievert, besteht ein konkreter Anlass zu diesem Warnruf? Gäbe es bei uns in Deutschland die Möglichkeit für einen Fall wie bei Terry Schiavo? Das ist für mich ein Fall, der oder ein Schicksal, was sicherlich viele Menschen betrifft auf dieser Welt. Und trotzdem denke ich, so zugespitzt wie dort, ist es für uns alle ein Beispiel, sich deutlich zu machen, wie selbst engere Familienangehörige über Wünsche des Kranken, des Sterbenden ganz wenig wissen. Nicht, dass Ehemänner, dass Eltern ein Schicksal beurteilen müssen, begleiten wollen, da sein wollen und jeder einen anderen Blickwinkel hat. Genau das ist der Kernpunkt, dass Menschen möglichst in jungen Jahren sich Gedanken machen, was will ich oder was kann ich überhaupt ertragen im Krankheitsfall. Ich habe gelesen, es sind 140.000 neue Magensonden, die jedes Jahr in Deutschland gelegt werden, in der Mehrzahl bei Demenzkranken, Bewohnern von Pflegeheimen. Gehört die Möglichkeit der Sicherung der Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr durch diese sogenannten PEG-Sonden nicht zum etablierten und auch akzeptierten Standard der palliativmedizinischen Versorgung? Ich kann in dem Fall nicht so zustimmen. Die Zahl der Magensonden hat in den letzten Jahren, die Anzahl der Magensonden hat nachgelassen. Die Ärzte gehen damit nach meinem Verständnis, das was ich hier bei unseren Bewohnern sehe, sehr bewusst um und suchen das Gespräch mit Ärzten, Hausärzten, Angehörigen und den Betroffenen möglichst. Mitte der 90er Jahre war die Anzahl der Magensonden in unseren Einrichtungen höher als heute. Und für mich und uns ist es wichtig zu sehen, dass diese Mangelversorgung, die Austrocknung der Menschen, vor allem der alten Menschen, auch nicht von heute auf morgen stattfindet. Sie haben oft Jahrzehnte nicht in Gemeinschaft gegessen. Ernährung war eine Last, verbunden dann mit allen möglichen anderen Problemen, die da entstehen, sodass manche Menschen sich eine Ernährungsbiografie erarbeitet haben, die dahin führt, Mangelernährung, Austrocknung, Exsikkose. Und das ist das, was wir dann in den Pflegeheimen vorfinden oder Menschen, die aus Krankenhäusern entlassen werden. Da wird ganz schnell Schuld verteilt. Wer hat das zu verantworten? In häufigen Fällen oder in den meisten Fällen sehe ich, dass es eine ganz bewusste Entscheidung des Betroffenen ist. Bei Demenz sehe ich einfach, das ist eine Diagnose. Also wir haben hier im Jahr zum Beispiel in unserer Kurzzeitpflege 300 bis 400 Gäste. Und wir haben nochmal reflektiert, um die 2000, 2003 doppelt so viel Magensonden wie heute. Also es ist wirklich vereinzelt und wirklich bezogen auf den einzelnen Menschen, der möglichst zeitlich befristet, mit Flüssigkeit vor allen Dingen, aber eben auch mit Nahrung versorgt werden muss. Und diese langfristigen Sonden, die teilweise Mitte der 90er Jahre vielleicht gelegt worden und jetzt 10, 15 Jahre alt sind, finden wir relativ selten. Hat da die Medizin Fortschritte gemacht, dass die Zahlen? Ich würde das so sagen. Ist der Vorwurf richtig, der in diesem Zusammenhang ja dann auch erhoben wird sofort, diese Magensonden werden nur gelegt aus Kostengründen? Sehe ich aus Ihrer, Sie haben es vielleicht gelesen, dem Artikel, sehe ich aus meiner Sicht nicht so. Ich muss für die Versorgung der Menschen, die eine PEG-Sonde haben, Fachkräfte einsetzen, die beurteilen die Kalorienzufuhr, die Flussrate, sie müssen Verbandswechsel machen. All diese Dinge sind bis hin zu den Komplikationen, die auch auftreten, wirklich in den Händen der Fachkräfte, examinierte Altenpflegerinnen und Krankenschwestern. Das ganz normale Zunehmen der Nahrung und Flüssigkeit ist in den Händen aller. Also da denke ich an hauswirtschaftliche Mitarbeiter, Pflegehelfer, auch natürlich Fachkräfte. Es braucht natürlich erheblich mehr Zeit. Wir müssen darüber nachdenken, welche Alternativen haben wir, auch wenn es viel Zeit kostet.
Menschen das Vergnügen zu ermöglichen, zu essen oder das Vergnügen wieder neu zu wecken, zu essen, in Gemeinschaft zu essen, in einer angenehmen Umgebung zu essen, das zu sich zu nehmen, was ihnen schmeckt, was vielleicht früher mal geschmeckt hat, was ihnen in den Jahren des oft alleine Lebens völlig abhanden gekommen ist, für sich zu kochen. Diese Dinge, es ist ein langer Weg, möchten wir in unseren Einrichtungen wieder wecken. Wichtig ist mir bei dieser ganzen Geschichte, dass meine Mitarbeiter vor Ort sich nicht unter Druck setzen lassen. Die Menschen, die viel Zeit benötigen bei der Einnahme des Essens, die müssen nicht unbedingt mit den anderen Gästen oder Bewohnern zu gleicher Zeit essen. Nicht? Dass man lieber ruhigere Zeiten wählt nach diesen Hauptzeiten, um sich ihnen zu widmen, ihnen zu helfen und dann gegebenenfalls zwischendurch nochmal das Essen in einer Mikrowelle zu erwärmen oder eben täglich, ich denke da wirklich an 6 bis 8 Mahlzeiten, mehrfach Essen anzubieten, Wunschkost anzubieten, um vergessene Geschmacksrichtungen zu wecken. Frau Siebert, wie Sie Ihre Arbeit beschreiben, klingt das nicht utopisch, aber sehr, sehr erstrebenswert. Meine Frage ist, wie realistisch ist Ihre Forderung eigentlich, dass angesichts des doch vorhandenen Kostendrucks und vielleicht auch angesichts der nicht vorhandenen Personalressourcen Sie das auf Dauer durchhalten können, zumal wir ja davon ausgehen müssen, dass die Demenzkranken bei uns nochmal sehr stark ansteigen? Richtig. Ein großes Problem ist das Personelle. Ich habe hier Mitarbeiter und da habe ich großes Glück, die genau diese Idee mittragen, denen es nicht zu mühsam ist oder die nicht täglich die Herausforderung mit mir leben, für die Menschen da zu sein, zu begleiten, aber auch sein zu lassen. Ja, jeden so leben zu lassen, wie er möchte und nicht diesen Druck aufzubauen, wir sind hier diejenigen, die das Sagen haben, sie müssen sich bitte nach unseren Vorgaben richten, ich denke da an Zeiten, zum Aufstehen, zum Essen, all diese Dinge. Und diese Freiheit für die alten Menschen zu bieten, die hier ihre letzten Lebenstage, Lebensjahre verbringen, liegt unserem Herzen. Und da spreche ich eben auch für die Mitarbeiter. Aber die zu finden, ist schwierig. Wie viele Leute haben Sie und wie viele sind davon Ausländer? Wir haben im Moment eine ausländische Mitarbeiterin. Ich könnte mir mehr vorstellen. In der Kurzzeit- und Tagespflege im Servicewohnen beschäftige ich im Moment 30 Mitarbeiter in dieser Einrichtung. Wir werden uns vergrößern in den nächsten Jahren. Hier wird ein Pflegeheim entstehen mit 90 Plätzen, 90 Einzelzimmern, um diese Arbeit hier in diesem Zentrum rund zu machen, also die Betreuungsform weiterhin zu vergrößern und anzubieten. Und ich frage dazwischen drin, wird das eine palliativmedizinische Einrichtung oder? Wir wollen die Palliativmedizin natürlich integrieren. Mhm. Wir machen das jetzt schon in der Kurzzeitpflege. Ich habe immer wieder Gäste, die auf einen Hospizplatz warten. Wir haben ja in Berlin das große Glück, die Homecare-Ärzte zu haben, die die Schmerztherapie übernehmen. Und das ist für mich die, ja, wenn ich jetzt an die Diskussion denke, Sterbebegleitung oder ein begleitetes Ende, erlebe ich immer wieder Menschen, die genau das wollen. Sie wollen nicht den bewussten Suizid, sondern sie wollen begleitet sterben. Sie haben wahrscheinlich trotz Ihres Urlaubs den Fall Kusch, richtig, wenn man ihn so nennen will, verfolgt. Wenn Sie mit der Frau gesprochen hätten, dürfte doch der Fall gar nicht eingetreten sein, dass sie sagte, ich will sterben, denn ganz offensichtlich war sie nicht krank. Mhm. Sie hatte offensichtlich auch keine Schmerzen. Sie hatte nur Angst vor möglichen Umzug in ein Pflegeheim. Ja. Für mich ist es ein großes Anliegen, Menschen in unsere Einrichtung zu locken, zu besichtigen. Wir machen Informationsfahrten und öffnen unsere Häuser jedem, der Interesse hat, um auch diesen Medienberichten entgegenzuwirken. Wir treffen immer wieder Menschen in großer Zahl an, die noch nie ein Pflegeheim von innen gesehen haben und auf diese negativen Presseberichte bezüglich Pflegeheim, die es sicherlich gibt, natürlich mit dieser Angst reagieren. Aber wie alt sind Ihre Gäste im Schnitt?
Im Wohnhaus haben wir Hausbewohner, die von 65 an aufwärts bis, ich sag mal, wir haben bald 100-Jährige, die noch gut in einer Wohnung leben können mit einem Notruf und der Tätigkeit der Seniorenberaterin, die all diese Dinge abfängt, organisiert, die dann für hilfebedürftige Senioren wichtig sind. Und durch die Gesellschaft der Menschen, der Hausbewohner untereinander, erleben wir, dass diese Mobilität, das Interesse, die Gesellschaft förderlich ist. Sie erleben nicht diesen Absturz dieser Dame, die berufstätig war, die immer Gesellschaft hatte und sich plötzlich in einer Wohnung ohne Angehörigen wiederfindet und eben natürlich diese Ängste entwickelt.